und herzlich willkommen beim Grundstückler. In diesem Video mache ich einen Vergleichstest zwischen der Stihl MS261 und der Stihl MS400. Ja, mein Versuchsaufbau sieht so aus. Für jede Säge habe ich zwei 1 Meter lange Stammstücke auf diese Palette draufgelegt. Die haben alle etwa den gleichen Durchmesser, sodass man auch vernünftig die Sägen vergleichen kann. Den Test beginnt die MS261. Beide Sägen treten übrigens mit einer Original-Stiel-Vollmeißelkette an. Das eine Röllchen, das hing noch am seidenen Faden, das sieht man hier, war also eigentlich durch. Und für diese 6 Schnitte brauchte die MS261 also 55 Sekunden. Witzig, dass da Schnapszahlen rausgekommen sind, so brauchte also die MS400 44 Sekunden für diese 6 Schnitte, also etwa 10 Sekunden schneller. Über einen Tag verteilt mit Sägearbeiten macht sich das dann schon bemerkbar. Ich finde beide Sägen klasse, die MS261 ist ja auch ein bisschen leichter. Mir macht das Arbeiten mit beiden Sägen riesig Spaß. Hier auf meinem Kanal findet ihr über 100 Videos zu meinen Aktivitäten und natürlich auch von beiden Sägen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal beim Grundstückler.